Ja, ganz herzlich willkommen an diesem sonnigen Dienstagnachmittag zur Telefonkonferenz des LBBW Research. Mein Name ist Rolf Schäffer. Ich darf heute mit Ihnen in die Präsentation starten. Wir werden heute zwei Teile haben. Im ersten, im Research-Teil, der circa 35 bis 40 Minuten dauern wird, werden wir auf die aktuelle Corona-Situation, die US-Konjunktur, unsere Zinsmeinung und die Einschätzung für Aktien und Credits eingehen. Wir starten jetzt aber zunächst in die Research-Präsentation, gleich auf die Folie 3 und blicken auf die aktuelle Corona-Situation. In der Grafik hier zu sehen, sind die weltweiten Neuinfektionszahlen. Und was man sehr, sehr gut erkennen kann am rechten Rand, seit Mitte Januar geht es bei den Neuinfektionen steil bergab. Eine sehr positive Entwicklung, insbesondere in den USA und Europa, zeigt sich, dass der Lockdown wirkt und wir sukzessive eine Reduzierung der Neuinfektionen bekommen haben. Ganz am rechten Rand lässt sich erkennen, dass sich allerdings der Rückgang in den letzten Tagen etwas abgeschwächt hat. Schauen wir auf die Folie 4, die Entwicklung nochmal detaillierter in Europa. Hier sehen wir den massiven Ausbruch nochmal im Januar in einigen Ländern, insbesondere in Irland, UK, Portugal, Tschechien oder auch Spanien. Zuletzt aber zeigen fast alle Linien sehr deutlich nach unten. Wir haben eigentlich nur noch ein Land, das signifikant über 200er Inzidenz hat, das ist Tschechien. Da ging es auch in den letzten Tagen nochmal spürbar nach oben. Aber in den meisten anderen Ländern wirken die Maßnahmen sehr gut. Auch was uns Hoffnung macht, ist, dass die Inzidenzzahlen in den Ländern aktuell zurückgeht, die einen hohen Anteil an den ansteigenden Mutationen haben. Zum Beispiel Großbritannien, Irland, aber auch Portugal. Österreich ist auch ein wichtiges Land, das wir gerade beobachten. Dort gibt es ja schon seit gut einer Woche Öffnungen. Dort haben Läden wieder geöffnet. Wir sehen die Inzidenz bei Österreich bei etwas über 100. Das ist die graue Linie unten in der Grafik, die sich jetzt aber auch wieder etwas leicht nach oben bewegt. Die dunkelblaue Linie ganz unten, das ist Deutschland. Wir liegen bei etwas über 60 aktuell. Letzten Tage eher eine Seitwärtsentwicklung. Also es wird sehr spannend, wie es jetzt hier an der Stelle weitergeht. Gehen wir auf die Folie 5. Was macht uns Sorge? Das sind die Mutationen, insbesondere die britische Variante B.1.1.7 verbreitet sich rasant in Deutschland. Wir bekommen jetzt wöchentlich Zahlen vom RKI, die den Anteil der britischen Mutante in Deutschland abschätzt. Und Sie können das in dem Chart hier sehen, wie sich der Anteil der britischen Variante in den letzten Wochen quasi von einer Woche zur anderen regelmäßig verdoppelt hat. Das spricht für einen relativ hohen Reproduktionswert der britischen Mutante und macht uns wirklich Sorgen, weil die Zahl nicht nur relativ als Anteil aller Infektionen steigt, sondern auch absolut. Und das heißt, dass sich die britische Variante derzeit in Deutschland ausbreitet, trotz dass wir eigentlich einen relativ strikten Lockdown haben. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, Folie 6 mal schematisch abgetragen, kann man auf der Folie erstmal zunächst sehen, dass sich die Inzidenzzahlen in Deutschland nach unten entwickelt haben. Wir haben die hier rot abgetragen und wir haben dann modellorientiert mal gerechnet, wenn sich jetzt dieser Trend der letzten Wochen fortsetzt, dass der Ursprungstyp, der Wildtyp, also durch den Lockdown auch quasi immer weiter verschwindet, aber der Anteil der Mutante immer größer wird, also der grüne Anteil, dass wir sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder spürbar steigende Inzidenzzahlen bekommen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Der Trend der letzten Wochen war sehr, sehr positiv. Leider können wir diesen Trend dann nicht so fortschreiben, sondern müssen davon ausgehen, dass wir Anfang, Mitte März wieder spürbar höhere Inzidenzzahlen bekommen. Und das ist natürlich traurig, weil wir eigentlich ja weiter öffnen wollen und schlussendlich jetzt nach den Schulen und den Kitas dann auch eine Öffnung für die Läden anstreben wollten. Jetzt hat die Kanzlerin am Sonntag, Folie 7,
ja, einen Stufenplan nochmal bekannt gegeben, ab welcher Inzidenz wir weitere Öffnungen in Deutschland erwarten dürfen. Diese Inzidenzwerte, die hier genannt sind, also insbesondere die 35 im zweiten Bullet Point, wenn diese Inzidenz erreicht wird, dürfte der Einzelhandel Museen und Galerien öffnen. Das halten wir momentan für eher unwahrscheinlich. Warum? Weil wir nicht mehr davon ausgehen können, durch die Verbreitung der britischen Variante, dass die Inzidenzzahlen jetzt weiter sinken, sondern eher sogar wieder leicht steigen. Deswegen ist dieser Öffnungsplan, den wir hier vorgestellt bekommen haben, eigentlich momentan gar nicht realistisch unseres Erachtens. Heißt schlussendlich, wir müssen davon ausgehen, dass Öffnungen nur sehr, sehr zögerlich in den nächsten Wochen und Monaten noch erfolgen werden. Schauen wir nach Israel, Folie 8. Dort zeigt sich mittlerweile, dass der große Impferfolg im Land sehr, sehr positiv wirkt, dass die Inzidenzzahlen nach unten kommen, die Sterbefälle nach unten kommen. Und was jetzt auch in den letzten Tagen zu lesen war, ist, dass die Lockdown-Maßnahmen jetzt sukzessive gelockert werden. Zudem gibt es jetzt in Israel auch Sonderrechte für Geimpfte. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, wieder Fitnessstudios zu besuchen. Und ich glaube, Israel wird auch das Land sein, das als erstes eine gewisse Normalität wieder erreichen wird. Wie geht es weiter in Deutschland? Das ist so die große Frage. Diese britische Variante macht uns ja große Sorgen. Schlussendlich sehen wir wirklich nur Licht am Ende des Tunnels durch das fortschreitende Impfen. Folie 9 haben wir die Impflieferungen für Deutschland mal abgetragen. Wir sehen, im ersten Quartal gibt es relativ wenig Lieferungen an Deutschland. Im zweiten Quartal nimmt allerdings das Tempo bei den Impfstofflieferungen deutlich zu und steigert sich dann nochmal im dritten Quartal. In der Zusammenrechnung unten haben wir mal, das steht die Zahl 82,5. Das ist die kumulierte Anzahl der Impfdosen, die wir bis zum 30.06. Geliefert bekommen. Also 82,5 Millionen Dosen. Wenn man davon ausgeht, dass wir zwei Impfungen pro Person benötigen, heißt es, dass wir rund 50% der deutschen Bevölkerung bis zum 30.06. mit den dann gelieferten Dosen impfen können. Das ist zumindest ein großes Hoffnungszeichen, dass wir dann Richtung Sommer dann auch schlussendlich dann etwas später auch die Herdenimmunität in Deutschland erreichen. Und das ist dann natürlich nicht nur so, dass wir erst dann positive Abstrahlungseffekte auf die Neuinfektionszahlen haben, sondern die werden wir wahrscheinlich schon spürbar beginnend ab vielleicht April, spätestens Mai, Juni dann sehr, sehr stark merken. Und wir gehen auch davon aus, dass es bis dahin vermutlich nur geringfügige weitere Öffnungen geben kann. Und deswegen jetzt gerade noch die nächsten zwei Monate noch sehr kritische Monate sein werden. Das Ganze wird natürlich auch negative Auswirkungen auf die Konjunktur haben, zu denen wir dann auch nächste Woche nochmal explizit im normalen Kapitalmarkt-Kompass Stellung nehmen werden. Soweit jetzt zum Corona-Update. Ich gebe jetzt weiter an den Dirk Klensch für einen Blick auf die US-Wirtschaft. Ja, vielen Dank und wir gehen gleich medias res, dann auf die Seite 11 und wenden uns der Inflation zu. Die Kapitalmärkte spielen ja seit geraumer Zeit das Inflationsszenario und hier muss ich einräumen, dass ich halt da lange Zeit relativ entspannt war, was die Inflation betrifft, aus dem Wissen heraus, dass das für die Inflation typischerweise ein spätzyklisches Phänomen ist. Das sieht man dann auf der linken Grafik mal abgetragen. Da habe ich ja mal zwei Maße für die Kerninflation. Die Balken, das sind dann die Rezessionsphasen. Und man kann halt unschwer erkennen, dass die Inflation halt praktisch in einer frühen Erholungsphase immer noch weiter fällt. Ökonomisch verbirgt sich dahinter ein Rückgang der Lohnstückkosten, weil wenn dann die Nachfrage wieder steigt, dann kann die im Regelfall mit der Stammbelegschaft befriedigt werden und somit ja fallen dann praktisch die Lohnstückkosten und das wird dann halt in den Preisen weitergegeben. Ja, wenden wir aber den Blick dann nach rechts,
dort habe ich nämlich mal die sogenannte Produktionslücke geschätzt und war dann doch erstaunt, dass mit unserer Prognose diese Produktionslücke dann noch in diesem Jahr, das müsste dann im zweiten Quartal schon geschlossen wird. Und in der Vergangenheit war es so, dass mit dem Schließen der der Produktionslücke dann mit sofort oder mit einiger Zeitverzögerung dann auch ein Anstieg der Kerninflationsrate stattgegangen ist. Also von daher könnte die Inflation praktisch kurzfristig noch fallen, aber das Bild könnte sich dann relativ schnell wenden. Einräumen muss ich natürlich, dass dieser Zusammenhang zwischen Produktionslücke und Kerninflationsrate halt in der Vergangenheit, wesentlich besser gepasst hat als jetzt in den am aktuellen Rand. Ja, das zur Inflation, kommen wir dann halt zum Wirtschaftswachstum. Und hier gab es ja eine große Überraschung. Ich bin auf Seite 12 und wir betrachten jetzt mal den linken Chart. Dort ist abgetragen einmal der Einzelhandelsumsatz, den habe ich jetzt selbst noch umgerechnet in realen Größen und mal gehalten, wie ist denn da der Zusammenhang mit dem persönlichen Verbrauch von Gütern. Und ich war dann tatsächlich erstaunt, wie eng dieser Zusammenhang ist. Und von daher erwarte ich dann, dass der persönliche Verbrauch kräftig steigen wird von 3% gegenüber dem Vormonat. Und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Wachstumsprognose für das erste Quartal dann noch zu niedrig war. Und ja, wir sehen es mal auf der rechten Seite abgetragen. Wir erwarten hier ein Wachstum von sage und schreibe 8,2%. Und dass wir uns da in, sage ich mal, prominenter Gesellschaft befinden, zeigen hier auch noch die Prognosen von anderen Häusern. Also ich habe hier nur mal Prognosen herausgenommen, die dann halt die jüngsten Einzelhandelsumsätze dann explizit schon berücksichtigt haben. Also ja, ein, denke ich mal, ein recht kräftiges Quartal. Und dabei ist ja dann praktisch das Paket, was jetzt Joe Biden noch durch den US-Kongress bringen will, in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar, ja, noch gar nicht in Kraft gesetzt. Also von daher, ja, kann man nur sagen, die US-Wirtschaft läuft sehr gut. Kommen wir dann zur Seite 13. Da bin ich auch mal der Frage nachgegangen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Da gab es ja unter manchen Ökonomen die Befürchtung, sollte es zur sogenannten blauen Welle kommen, könnte das ja im Endeffekt schlecht für die Wirtschaftsentwicklung sein, weil die Demokraten planen ja eine Erhöhung der Unternehmenssteuer, eine Verdopplung des Mindestlohns. Sie wollen die Gewerkschaftsmacht stärken und das ist ja alles etwas, was den Unternehmen nicht gefällt. Auf dem linken Chart sehen Sie mal die Investitionsneigung im verarbeitenden Gewerbe abgetragen und da können wir dann halt nicht erkennen, dass es hier einen starken Rückgang gibt, denn wie gesagt, die Unternehmen, die mögen zwar keine Steuern, aber wenn die Nachfrage steigt aufgrund der verschiedenen Programme, die Joe Biden jetzt auf den Weg bringt, dann freuen sie sich auch darüber. Eine Ausnahme gibt es noch, das sind dann die Kleinunternehmen, das sehen wir auf der rechten Seite, da hat sich die Investitionsneigung mit der Wahl von Joe Biden verschlechtert, aber die Kleinunternehmer, das sind ja dann auch treue Anhänger von Donald Trump. Die hatten sich ja in den zurückliegenden Quartalen dann ja in regelrechten Lobeshymnen über seine Politik ergossen, weil die haben im Regelfall zwei Probleme. Das ist die Regulierung und die Steuern und beide Sachen ist ja Donald Trump angegangen. Ja, da kommen wir halt schon zu unseren Wachstums- und Inflationsprognosen. Die haben sie jetzt kürzlich nach oben genommen, also ich bin jetzt auf Seite 14. Wir sehen da hier das Wachstum von 5,5% nach minus 3,5%. Das heißt, im Jahr 2020
Es ist in Amerika besser gelaufen als im Euroraum, trotz des chaotischen Corona-Managements der Trump-Regierung. Und im Jahre 2021 würde bei unserer Prognose auch noch mal besser laufen. Hier erwarten wir eine Rate von 5,5%. Und ich traue mich kaum, es offen auszusprechen, aber bei dieser 5,5% überwiegen noch die Aufwärtsrisiken vor dem Hintergrund des guten Auftakts in das laufende Jahr. Kommen wir dann auf die rechte Grafik. Da ist unsere Inflationsprognose abgetragen. Die haben wir auch kürzlich nach oben genommen auf 2,3%. Das ist jetzt aber noch nicht der Tatsache geschuldet, dass irgendwann die Produktionskapazitäten zu knapp werden, sondern erstmal einzig und allein und der Ölpreisentwicklung. Das war's schon von meiner Seite. Dann gebe ich da mal meinen Nachredner über. Das ist der Herr Völker. Ja, vielen Dank, Herr Klensch. Dann kommen wir jetzt zum Rentenmarkt und der aktuellen Entwicklung dort, die ja durchaus für einigen Diskussionsstoff sorgt. Deshalb auch hier dieser Teil in unserer heutigen Präsentation. Wie weit geht der Kursrutsch am Rentenmarkt? So haben wir es mal überschrieben als Titel. Wir sind jetzt auf der Folie 16. Ausgehend im Prinzip, dass die ganze Bewegung, die uns jetzt seit einigen Wochen beschäftigt, von den USA insbesondere, die langfristigen Renditen dort, hier die 10-jährigen Treasuries, zuletzt bis auf über 1,30 gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Februar 2020, also seit ziemlich genau einem Jahr, sprich seit dem Zeitpunkt, als die Corona-Krise so richtig ihren Anlauf hier bei uns in Europa und dann auch in den USA genommen hat und entsprechend die Aussichten für die Weltkonjunktur sehr stark eingetrübt hat. Und eine parallele Entwicklung oder auch sicherlich mit ein Treiber, kann man sagen, zumindest hier als Repräsentant mal herausgegriffen, der Ölpreis, der mittlerweile sogar wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. So weit sind wir bei den Renditen noch nicht. Wir sehen hier, dass die Treasuries in einem Bereich von 1,60 bis 1,80 lagen vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Und insofern kann man natürlich fragen, sind die Langfristzinsen jetzt auch auf dem Weg, hier diese Lücke zum Vor-Corona-Niveau möglicherweise komplett zu schließen. Ein ganz interessanter Aspekt unserer Einschätzung nach auf der Folie 17 als ein möglicher Erklärungsansatz, warum kam es jetzt tatsächlich zu so einem kräftigen Schub, welche Faktoren haben da möglicherweise noch eine Rolle gespielt in der Zinsentwicklung. Da ist aus unserer Sicht ein Punkt das sogenannte Convexity Hedging bei hypothekenbesicherten Wertpapieren, also Anleger, die hier das negative Konvexitätsrisiko, muss man sagen, sozusagen für die Experten, das sich in einem solchen hypothekenbesicherten Wertpapier verbirgt, entsprechend hedgen und das, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber das führt zu einer prozyklischen Reaktion am Rentenmarkt, sprich, wenn die Renditen steigen, dann führt es dazu, dass es eher noch stärker nach oben geht und das Gleiche gilt dann auch in die Gegenrichtung bei fallenden Renditen. Ein Indiz zumindest hierfür ist, dass die US-Dollar-Swap-Sätze in den vergangenen Wochen sogar noch stärker gestiegen sind als die Renditen von US-Treasuries. Eine ähnliche Entwicklung hatte man zum Beispiel auch 2017, 2018 bei dem deutlichen Renditeanstieg und das ist zumindest ein Indiz dafür, weil eben diese Hedging-Aktivitäten dann eher am Swap-Markt stattfinden als bei den Treasuries oder den Treasury-Futures, dass das dann auf einen solchen Effekt hier auch wieder hindeutet. Ja, was natürlich letztlich im Hintergrund steht, der Kollege Klensch hat ja bereits ausführlich darüber gesprochen, das Thema Inflation
das sich hier auf der Folie 18 erkennen lässt an den langfristigen Inflationserwartungen am US-Dollar-Zinsmarkt, die zumindest, ja, wenn man es hier mal betrachtet, seit November sehr stark nach oben geschossen sind um mehr als einen halben Prozentpunkt. Das ist schon relativ viel. Wir hatten ja vorher schon eine Erholung gesehen aus dem Corona-Tal, sage ich mal, als der Schock dann doch erstmal für Deflationssorgen verantwortlich war. Und jetzt sind wir aber hier bei den langfristigen Inflationserwartungen mittlerweile deutlich über das Niveau vor Beginn der Corona-Krise angestiegen und sogar den höchsten Stand erreicht seit 2014. Also hier ist doch schon einiges an Erwartungen vorweggenommen, dass sich Inflationstrends auch längerfristig eher nach oben bewegen in den USA. Und zumindest bisher, der Kollege hat es ja auch erläutert, die Inflation folgt ein Stück weit hier dem Lehrbuch, wenn man sich die Kernrate anschaut, nämlich dass die Konjunkturkrise erstmal ein dämpfender Faktor, eher ein deflationärer Faktor ist. Und das sah man zuletzt dann auch tatsächlich in der Kernrate in den USA, der Kerninflation, die von 1,6 auf 1,4% gesunken ist, insbesondere weil sich im Dienstleistungssektor, der ja auch in der Tat besonders betroffen ist von der Corona-Krise hier, der Preistrend eigentlich kontinuierlich seit dem vergangenen Frühjahr nach unten bewegt. Insofern haben wir durchaus auch noch einige Zweifel daran, dass wir tatsächlich diesen Aufwärtstrend bei den langfristigen Inflationserwartungen so fortsetzen können. Denn es muss sich eben erstmal zeigen, dass wir tatsächlich dann auch an der realen Front sozusagen bei der tatsächlichen Inflationsentwicklung hier ein Nachziehen bekommen. Ansonsten würden wir sagen, dass bei den Renditeniveaus in den USA, die jetzt ja immerhin schon den Tiefstand von vor der Corona-Krise erreicht haben, bei 1,35 für die 10-jährigen Treasuries, durchaus auch ja, ein gewisses Potenzial jetzt haben, dass es durchaus in den übertriebenen Bereich geht und insofern natürlich dann auch Potenzial für eine Gegenbewegung sich aufbaut, wenn insbesondere hier auch dieses Thema Corona noch nicht abgehakt ist und vielleicht dann auch die Sorgen wieder etwas zunehmen sollten in den kommenden Wochen wegen eben der Corona-Varianten. Ein wichtiger Faktor für den Rentenmarkt bleiben natürlich immer die Notenbanken und deren Vorgehen. Da ist es sicherlich so, dass bisher beide Notenbanken, beide großen Notenbanken, sowohl die Fed als auch die EZB hier eher auf die Bremse treten, was Inflationssorgen angeht und auch Spekulationen über eine Kurswende in der Geldpolitik noch sehr weit von sich weisen. Man sieht es auf der Folie 19 unter anderem daran, dass wir eben bei der impliziten Wohle am Zinsmarkt immer noch sehr niedrig sind. Das spiegelt genau diese Erwartung wider, dass es im Zweifel nur ein sehr vorsichtiges, graduelles Vorgehen der Notenbanken geben wird, was jetzt mögliche Schritte hinaus aus der ultraexpansiven Geldpolitik angeht. Die Forward Guidance der Notenbanken spielt hier immer eine wichtige Rolle, also das in Aussicht stellen, eben dass die ultralockere Geldpolitik im Zweifel auch noch über die Phase der unmittelbaren Krisenbewältigung hinaus niedrig gehalten wird. Und das sollte aus unserer Sicht auch das Potenzial für eine weitere deutliche Versteigerung, nachhaltige Versteigerung der Zinskurve in den USA, wir haben ja hier schon einiges gesehen an Bewegung, aus unserer Sicht dämpfen. Also die Laufzeitprämien sollten hier nicht wieder die Niveaus erreichen, die wir sozusagen unmittelbar nach der Finanzkrise noch hatten, mit Kurvensteilheiten zwischen 10-jährigen und 2-jährigen Anleihen bis zu 250 Basispunkten. Das halten wir im aktuellen Umfeld eher für weniger wahrscheinlich. Im Euro-Rentenmarkt, der ist aus unserer Sicht zunächst mal sicherlich mitgezogen worden vom US-Rentenmarkt, also dass hier der Aufwärtsdruck bei den langlaufenden Bundesanleihen auch
guten Stück zugenommen hat in den letzten Wochen, ist sicherlich zum Teil hierauf zurückzuführen. Einen zusätzlichen Aspekt, der für den Euroraum wichtig ist, ist, dass wir eine Versteilerung der Zinskurve nicht zuletzt bei den sehr langen Laufzeiten gesehen haben, also die 30-jährigen Bunds oder auch Swap-Sätze wesentlich stärker gestiegen sind als die 10-jährigen. Also man sieht das hier auf der Folie 20, insbesondere in der rechten Grafik nochmal, dass diese Kurvensteilheit 30 zu 10 tatsächlich wieder das Niveau unmittelbar vor der Eskalation der Corona-Krise erreicht hat. Man kann das als eine Art Nachholeffekt zum einen im internationalen Vergleich betrachten, weil in den USA hatte sich hier die Kurve schon vorher deutlich versteilert und im Euroraum ist man jetzt ein Stück weit nachgezogen. Aber auch hier würden wir für den Euroraum durchaus gewisse trendstärkende Effekte sehen. Eben genau eine Umkehrung dieser Abwärtsspirale bei den sehr, sehr langfristigen Zinsen, die wir im März 2020 gesehen haben, wo wir auch vermutlich gerade bei langfristig orientierten Investoren Hedging-Aktivitäten gegen ein andauerndes Niedrigzinsfeld immer noch mal wieder verstärkt bekommen haben und diese jetzt möglicherweise eben zum Teil wieder aufgelöst worden sein könnten. Ja, was bedeutet das für das Jahr insgesamt? Droht tatsächlich so ein richtig schlechtes Jahr am Rentenmarkt, wie wir es zuletzt eigentlich 2013 hatten, auch damals ja sehr stark von den USA getrieben, die sogenannte Tapering-Spekulation. Und in der Tat kann man sagen, rein statistisch betrachtet, wenn man hier auf die Folie 21 schaut, wenn das Jahr eher schwach startet am Rentenmarkt, dann ist auch zumindest im statistischen Mittel hier über diese Fälle in den letzten 15 Jahren der Trend in den folgenden Monaten auch eher aufwärts gerichtet gewesen. Im Mittel hatten wir dann einen Anstieg, Renditeanstieg von 40 Basispunkten im Kalenderjahr. Und 2013, wo wir zwar zunächst wieder eine Konsolidierung bekommen haben, dann aber mit dem Tapering-Spekulationen in den USA einen deutlich stärkeren Anstieg gesehen haben, welche sozusagen dann der tatsächlich negative Präzedenzfall. Was spricht aus unserer Sicht gegen eine solch drastische Entwicklung? Das ist im Grunde auch im Euroraum im Wesentlichen die EZB. Wir haben es ja gestern zum Beispiel von Frau Lagarde gehört, die schaut durchaus auch genau auf das, was am Anleihemarkt passiert. Und das ist nicht zuletzt dann eben auch ein Signal dafür, dass die EZB im Falle eines anhaltenden deutlichen Renditeanstiegs eben auch mit einer Erhöhung der Anleihekäufe durchaus reagieren könnte, einfach weil natürlich auch die Zinsentwicklung ein wichtiger Faktor ist, um auch die Refinanzierungskosten insgesamt für die Wirtschaft zu bestimmen. Und hier möchte natürlich die EZB so lange wie möglich diesen Rückenwind für die Konjunktur aufrechterhalten. Insofern insbesondere jetzt, was jetzt den Zinsanstieg in einem mittleren Laufzeitsegment im Euroraum angeht, der dürfte doch recht zügig auch wieder Carry-Trader auf den Plan rufen. Denn hier ist dieser Carry, den man hier abgetragen sieht auf der Folie 22, für die einzelnen Laufzeiten gerade im mittleren Segment besonders stark angestiegen, wenn man das ins Verhältnis zum Zinsrisiko setzt und das durchaus auch ein Anreiz dann wieder sein dürfte, mit der EZB im Rücken hier diese Bewegung einzugrenzen. Ja, das soll es gewesen sein von der Zinsseite. Dann gebe ich weiter an den Kollegen Streich für die Aktien- und ja, Credit-Betrachtung oder die beiden Kollegen Köhler und Streich. Ja, vielen Dank, Elmar. Im letzten Block unserer Präsentation möchten wir den schon angesprochenen Renditeaufwärtstrend und ja, die Reflationierungsspekulation nochmal aufgreifen und schauen, was das für Auswirkungen auf die Risikoassets, auf Credits und auf Aktien hat. Ich möchte zunächst beginnen mit dem Creditsegment auf der Seite 25. Dort sehen Sie dargestellt, wie sich der Total Return in diesem Jahr entwickelt hat in den verschiedenen Fixed Income Asset Klassen. Links für die US-Dollar Assets, rechts für die Euro Fixed Income Asset Klassen.
Und ja, wenn wir uns da den Total Return anschauen, dann sticht ja sofort ins Auge, dass die steigenden Renditen natürlich in klassischer Weise zu Kursverlusten geführt haben. Dementsprechend vor allem die blauen Linien hier deutlich im Minus. Das sind die Renditen links für die Treasuries und rechts für die Bunds. Während die Credits noch vergleichsweise gut hier davon gekommen sind, insbesondere im High-Yield-Bereich, sehen wir sowohl in den USA als auch bei den Euro-High-Yields einen deutlich positiven Total Return in diesem Jahr. Ja, in diesem Zusammenhang macht es natürlich Sinn, sich nochmal vor Augen zu halten, warum die Renditen gestiegen sind. Natürlich aufgrund der gestiegenen Inflationserwartungen, aber da steckt ja auch eine ökonomische Logik dahinter, nämlich ein verbessertes Konjunkturbild. Und das ist ja grundsätzlich kreditpositiv. Dementsprechend sind die Spreads tendenziell auch nochmal leicht gesunken, was insbesondere im High-Yield-Bereich einen kompensierenden Effekt hatte und dementsprechend dann zu einem deutlich positiven Total Return geführt hat. Im Investment-Grade-Bereich sieht es nicht ganz so gut aus, aber rechts bei den Euro-Investment-Grade-Corporates wird zumindest deutlich, dass sie eine deutliche Outperformance gegenüber Bunds erzielt haben. In den USA, bei den US-Investment-Grade-Corporates gelang das nicht. Da muss man aber im Hinterkopf behalten, wenn Sie bitte mal in die Legende schauen, dass die Investment-Grade-Non-Financials in US-Dollar eine Duration von immerhin 9 Jahren aufweisen, also eine deutlich höhere Duration als beispielsweise hier der Treasury-Index mit knapp 7 Jahren. Und insofern ist das Zinsänderungsrisiko hier natürlich nochmal höher und hat hier entsprechende Spuren hinterlassen. Aber in Summe lässt sich festhalten, die Credits haben eine deutliche Outperformance in diesem Umfeld erzielt. Und wir sind recht optimistisch, dass das auch bei fortgesetzten Reflationierungsspekulationen der Fall wäre, auch wenn unser grundsätzliches Bild, der Kollege Elmar Völker hat es ja dargestellt, ist, dass wir gewisse Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Renditeaufwärtstrends haben. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann wäre das für uns jetzt nicht unmittelbar ein Grund, an unserer Kreditempfehlung, an dieser Übergewichtungsempfehlung zu rütteln. Ich möchte Ihnen einen zentralen Grund dafür auch nochmal zeigen auf der nächsten Seite, Seite 26, wo wir einen kleinen Rückblick gemacht haben auf die Finanzkrise 2008 und 2009. Wir haben ja nochmal dargestellt, was wir vorhin schon gesehen haben, nämlich die Inflationsentwicklung, jetzt eben mal der Verlauf innerhalb der Finanzkrise. Hier sehen Sie, wie die Inflationserwartungen im Herbst 2008, speziell nach dem Zusammenbruch von Lehman, quasi kollabiert sind. Das übliche Muster in konjunkturellen Krisen, Deflationsspekulationen kommen ja dann regelmäßig auf. Und ja, was wir hier zusätzlich dargestellt haben in dieser Grafik, ist die Entwicklung der Corporate Spreads. Und ja, da sieht man sehr deutlich, die haben eine genau gegenläufige Entwicklung in dieser Phase vollzogen. Spreads sind deutlich angestiegen, im High-Yield-Bereich bei den US-Dollar-Corporates sogar bis auf vierstellige Werte. Also das war wirklich eine sehr, sehr kräftige Spread-Ausweitung, die wir da gesehen haben. Aber spannend ist dann vor allem, was ist in der Beruhigungsphase passiert, denn da haben wir im Grunde auch das übliche Muster gesehen. Die Inflationserwartungen haben sich erholt, haben sich normalisiert. Aber, und das ist uns eben wichtig mit Blick auf die Credits, die Spreads sind im Gegenzug wieder deutlich runtergekommen und haben Ende 2009 dann schon wieder ungefähr das Vorkrisenniveau erreicht. Ja, und ein ähnliches Muster erleben wir im Grunde aktuell. Wenn wir uns dieses Bild für das vergangene Jahr bis zum heutigen Tag anschauen würden, dann hätten wir genau das gleiche Bild. Wir haben es ja auf den vorderen Folien schon gesehen. Inflationserwartungen sind mit Ausbruch der Pandemie drastisch runtergekommen. Spreads sind deutlich angestiegen und jetzt erleben wir genau die gegenläufige Entwicklung. Es ist natürlich schon klar, wir sind jetzt bereits in der Nähe des Vorkrisenniveaus bei den Spreads wieder angekommen. Da ist ohne Frage nicht mehr unendlich großes Einengungspotenzial. Aber auf der anderen Seite würden wir in einem Umfeld fortgesetzter konjunktureller Erholung auch keine große Spread-Ausweitung erwarten. Und insofern kommen wir zu dem Schluss, dass selbst bei fortgesetzten Reflationierungsspekulationen wir an unserer Übergewichtungsempfehlung der Credits festhalten würden.
Renditeanstiege sind natürlich für Fixed Income insgesamt immer Gift, aber die Credits wären in so einem Fall für unsere Begriffe nach wie vor das kleinere Übel, denn sie haben die höhere Ausgangsrendite, könnten vielleicht ein bisschen noch kompensierende Effekte durch nochmal leicht fallende Spreads verzeichnen, sodass wir insgesamt nach wie vor auch in so einem Szenario von einer deutlichen Outperformance von Credits gegenüber Bunds ausgehen würden und daher unsere Übergewichtungsempfehlung festhalten. So viel zum Kreditsegment und damit übergebe ich an unseren letzten Sprecher Uwe Streich für den Aktienpart. Ja, hallo auch von meiner Seite. Auf Seite 27 sind wir jetzt und schauen uns mal die Auswirkungen bei Aktien an. Ganz klar, das Narrativ sagt, wenn die Renditen bei Anleihen stark ansteigen, dann haben die Aktien ein Problem. Wenn man das Ganze empirisch anschaut, in der Historie, bezogen jetzt auf US Treasuries und auf den S&P 500, dann kann man erkennen, so ganz stimmt dieses Narrativ nicht wirklich. Klar, es gibt schon die ein oder andere Zuckerwackler irgendwo, auch heute ganz speziell ist so ein Tag, wo die Anleger da schon ein bisschen verunsichert sind. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so gewesen, dass in Summe die Aktienmärkte sich eigentlich ganz gut gemacht haben in Phasen steigender Bondrenditen, weil diese Bondrenditen ja in aller Regel auch nicht aus reiner Jux und Tollerei steigen, sondern weil letztendlich sie die Boten, die Ankündigung sind einer wieder verbesserten Konjunktur. Mit einer verbesserten Konjunktur steigen dann in aller Regel ja auch die Gewinne und die Cashflows der Unternehmen. Insofern eigentlich ist es eine ganz ordentliche Situation. Gleichwohl, die Anleger müssen jetzt natürlich schon durchspielen, was wird passieren, wenn die Renditen höher sind. Dann ist natürlich der Abdiskontierungsfaktor der künftigen Cashflows ein höherer, als er zuvor war. Heißt also im Klartext, wir brauchen natürlich auch steigende Cashflows, steigende Gewinne, um diesen Negativeffekt zu kompensieren. Da wird es ein bisschen drauf ankommen sicherlich, ob die Unternehmen das leisten können. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Thema, warum momentan die Wachstumswerte etwas stärker negativ tangiert sind, weil eben dort tendenziell zum Teil die hohen Erträge weiter in der Zukunft sind und damit der Diskontierungsfaktor eine etwas stärkere Rolle spielt. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen ist, das sehen wir auf Seite 28, dann ist ja das altbekannte TINA-Argument, there is no alternative, dann hat das natürlich schon ein bisschen gelitten durch die jüngste Situation. Ich meine, wir sind seit Monaten steigen die Kurse am Aktienmarkt, damit auch die KGVs. Im Klartext, wenn KGVs steigen, dann sinken die Gewinnrenditen. Und wenn jetzt auf der anderen Seite eben auch noch die Renditen auf der Bond-Seite hochgehen, dann ist sozusagen dieser relative Vorteil, den wir von Aktien im Vergleich zu Anleihen hatten und der extrem hoch war, dieser Vorteil wird von zwei Seiten abgeschnitten. Und Sie sehen es, wenn Sie das Gebirge anschauen, das am rechten Ende ist, da schon deutlich runtergegangen ist. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit bei 4 Prozentpunkten Aufschlag zugunsten der Aktien. Jetzt sind wir bei zwischen 3,1 und 3,2, also schon ein bisschen weniger. In Relation zu ganz langjährigen Werten, ich habe hier seit 1988 abgetragen, ist das immer noch wirklich sehr viel, weil seit 1988 war der Median in den USA gerade mal bei 2,0 Prozentpunkten, das sind die 3,1, 3,2 relativ viel, aber es ist weniger, als die Anleger natürlich zuletzt gewohnt waren. Also wenn man seit der Jahrtausendwende schaut, dann war der Median bei 3,5. Wenn man sogar seit der Finanzkrise schauen würde, war der Median sogar bei 4,0. Das heißt, die Anleger hinterfragen, ist das TINA-Argument überhaupt noch da? Es hat sicherlich etwas an Kraft verloren. Es ist nicht mehr so schlagend, wie es davor war, aber es ist nach wie vor immer noch sehr attraktiv und gehört immer noch zu den besseren, historisch betrachtet besseren Situationen, die es je gab, weshalb wir schon davon ausgehen, dass sich hier diese Unruhe, die wir gerade an den Märkten haben, wieder tendenziell legen wird und die Aktien durchaus noch eine Zeit lang einige gute Phasen vor sich haben werden.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Webkonferenz angelangt. Zum Schluss wie immer der obligatorische Gruß aus der Rechtsabteilung in Form des Hinweises auf unseren Disclaimer, verbunden mit der Bitte um freundliche Beachtung. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme und laden Sie gleichzeitig ein zu unserer nächsten Webkonferenz. Diese ist bereits heute in einer Woche wieder um 14 Uhr und wir würden uns freuen, Sie auch dann wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.